Popkultur. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu 1000 Jahre Popkultur. Wir sind im Addendum von Teil Episode 41. Ja. Die 50er Jahre. Rock'n'Roll und Wirtschaftswunder. Ja. Schmeiß die Jukebox an, es geht los. Dann nimmst du mir gleich das erste Thema vorweg. Ah, das ist ja schön. Mhm. Aber bevor ich zu dem Thema komme, dachte ich mir, halten wir auch hier die Reihenfolge an und machen ein wenig Chronik. Auf jeden Fall. Ne? Denn, wie wir das so kennen, haben wir bei den 10 Folgen immer Chronik. Und da wir auch im Addendum noch 5 Jahre theoretisch haben, die wir wahrscheinlich nicht alle besprechen, aber ich mache mal erstmal mit 55 weiter, weil da war auch ein bisschen was los. Mhm. Und zwar ging nämlich die Zeit der Besatzungsmächte zu Ende. Und 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs existierten 2 eigenständige Staaten auf deutschem Boden, die sich in den Grundfesten voneinander unterschieden. Am 6. Mai trat die Bundesrepublik der NATO bei und die DDR wurde in den Warschauer Pakt eingebunden. Ne? Heikles Thema. Mhm. Bundeskanzler Adenauer, der konnte den etwa 10.000 Kriegsgefangenen, die sich noch in sowjetischer Gefangenschaft befanden, dann zur Rückkehr in die Heimat verhelfen. Und im Oktober kamen die ersten Spätheimkehrer. Ja, in den USA, da gab es den sogenannten Montgomery-Bus-Boykott, der zu einem Wendepunkt in der Geschichte der Rassentrennung wurde. Erstmals profilierte sich auch Martin Luther King, als die Bürgerrechtlerin Rosa Parks sich weigerte, ihren Sitzplatz an einen weißen Mitfahrer abzugeben. Und der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten musste dann ein Zugeständnis zugunsten der schwarzen Bevölkerung machen und beendete damit die Diskriminierung in öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann kam aus Amerika ein Film, nämlich Das verflixte siebte Jahr. Mit ihm wurde dann Marilyn Monroe auch international berühmt. Und legendär ist die Aufnahme, in der sie über den U-Bahn-Schacht ihren Rock lüftet. Ja, es war ja so heiß. Ja, was soll man sonst machen? Genau, das bleibt dann ja, ne? Der wäre ja sonst noch, wer weiß, vielleicht hätte sie abgehoben. Mary Poppins-Style. Genau. Ja, und in Deutschland hatte dann Was bin ich? Seine Fernsehpremiere. Das Ratespiel so mit Robert Lemke, yo. Genau, was haben wir alle noch in Erinnerung eigentlich bis heute. Ja, ging ja bis in die 80er. Genau, ne? Genau. Welches Schweinerl hättest du gern? Genau. Und welches Schweinerl hättest du gern? War das nach Farben? Boah, vermutlich, ne? Ich glaube, ja. Rosa. Ja, rosa. Ein rosa Schweinchen. Ja. Nicht das rosa Kaninchen, nein. Was Hitler stahl. Nein, nein, nein. Okay, das rosa Schweinchen. Okay, zu Schweinen kommen wir später tatsächlich auch noch, aber dazu dann, wenn es soweit ist. Das Wirtschaftswunder in Deutschland ging 1955 unbehelligt weiter und da meldete das Statistische Bundesamt einen beachtlich hohen Anstieg des Bruttosozialprodukts. Die Leistungen stiegen demnach um 12,7% und das Bruttoeinkommen aus nicht selbstständiger Arbeit erhöhte sich um 13,6% auf 80,2 Milliarden D-Mark. Jetzt noch kurz in ein paar Monate geblickt, im Januar. Die Zahl der Arbeitslosen betrug in der Bundesrepublik zurzeit rund 1.288.000 nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. Das war eine Senkung um rund 237.000 im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem im Januar die Neujahrsbotschaft an die Mitglieder des DGB hatte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Walter Freitag, die Einführung der 40-Stunden-Woche als Hauptforderung. Was ich zuerst verstanden habe, nicht DGB, sondern DFB. Ach so. Also, ja, der hätte, die hatten, glaube ich, nicht ganz so eine krasse Stundenwoche, auf jeden Fall eine besser bezahlte. Sag mal, es ging gerade unter. Sagst du nochmal, was für eine Stundenwoche? Und ja, 40-Stunden-Woche. 40, ja. Was haben wir heute? 35? 30? Ich weiß es gerade gar nicht. 40? Hält sich da noch jemand dran? Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, es ist irgendwie so im Sande verlaufen. Ne? Irgendwie schon. Irgendwann war ja mal die 35-Stunden-Woche genau. Auch Ziel, aber genau. Davon spricht keiner mehr. Nee. Ja, dabei wäre es ja eigentlich sinnig, da mal in der Richtung mal wieder was anzustoßen. Sehr. Ne? Ja. Ja. Naja, in Deutschland und Europa hatte eine schwere Grippewelle den Alltag im Würgegriff. Mancherorts wurden sogar Schulen geschlossen und Großbritannien war indessen auf einem modernen Weg. Nämlich immerhin war es beschlossen worden, das umfassende Programm zur Modernisierung des Schienennetzes. Ach so, ich dachte, Digitalunterricht hätten die eingeführt. Ja, genau, ja, das wäre es noch gewesen, schön mit 65K Modem. Damit war auch das Ende der Dampfloks übrigens besiegelt. Die sollten nämlich innerhalb der nächsten 15 Jahre durch Diesel- und Elektroloks ersetzt werden. Das war ein Milliardenvorhaben
weniger kostspielig, aber für Modeinteressierte spektakulär. In Frankreich hatte Dior seine A-Linie vorgestellt und endlich stand das Feminine wieder mehr im Vordergrund. Mhm. Wenngleich die neue Mode die Überbleibsel der Kriegsmode noch nicht ganz verdrängen konnte. Ja, im April wurde ganz allmählich die staatliche und gesellschaftliche Ordnung in Deutschland wieder hergestellt. Nach 10 Jahren hatte das oberste US-amerikanische Berufungsgericht seine Tätigkeit offiziell beendet und es arbeitete nun kein US-Gericht mehr in der BRD. Das Sagen hatte die deutsche Justiz. Im selben Monat war von der deutschen Lufthansa AG der innerdeutsche Flugverkehr wieder aufgenommen worden. Er betraf vor allen Dingen die Strecke Hamburg-Köln, Frankfurt-München. Ja, die DDR durfte sich über die sowjetische Zusage in Sachen Kunst freuen. Geplant war die Rückgabe von 750 Kunstwerken der Dresdner Gemäldegalerie, die 45 in die UdSSR gebracht worden war. Ja, im Juni war es kaum noch 20 Jahre her, dass Jazz in Deutschland staatlich verboten und verpönt war. Nun war in Frankfurt am Main das dritte deutsche Jazzfestival zu Ende gegangen. Aus allen Staaten Europas und aus den USA waren Musiker angereist. Schlagzeilen machte im Monat Juni auch ein technisches Ereignis in Großbritannien. Dort war nämlich die erste Atomuhr in Betrieb genommen worden. Ja, im September, Konrad Adenauer hatte mit der Moskauer Regierung, war da zusammengetroffen und brachte die Nachricht zurück, dass die letzten in der UdSSR verbliebenen deutschen Kriegsgefangenen nach Deutschland zurückkehren durften. Und es war auch ein erfolgreicher Besuch in Moskau für die Delegation der DDR-Regierung, die kurz nach Adenauer eingetroffen waren. Die Sowjetunion erklärte die DDR zu einem souveränen Staat. Das war für die BRD ein schmerzlicher Schlag, denn die Wiedervereinigung war damit in unabsehbare Ferne gerückt. Und derweil feierte Berlin aber die Wiederöffnung der deutschen Staatsoper unter den Linden. Ja, und im Oktober betonte zum Beispiel der Staatsratsvorsitzende der DDR immer wieder, dass die DDR der einzig rechtmäßige deutsche Staat sei. Und solche Worte trugen nicht zur Entspannung des deutsch-deutschen Verhältnisses bei. Haben die alle nicht das Gleiche behauptet? Ja, natürlich. Immer schön hier. Confront. Ja, landesübergreifend war immerhin zum ersten Mal der Auftritt der DDR-Jazzmusiker aus Halle vom Hans-Buchmann-Quintett auf dem Düsseldorfer Jazzfestival. Musik spricht eben eine andere Sprache, Gott sei Dank. Deutlich war indes der Protest der Westberliner Hausfrauen, die der hohen Fleischpreise wegen ihre Fleischereien 3 Tage lang boykottierten und damit einen Umsatzrückgang verursachten, der auf mehrere hunderttausend D-Mark geschätzt wurde. Genau, dann war die 37. internationale Automobilausstellung mit 750.000 Besuchern circa beendet worden. Ja. Im Dezember gab es noch was, eine sensationelle Meldung aus den USA, machte international die Runde. Rosa Parks eben, die Geschichte mit dem Bus. Ja, die Wahrheit hatte sich geweigert, war daraufhin verhaftet worden. Doch es blieb eine Aktion mit Langzeitwirkung, die in der Geschichte der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung immer wieder Erwähnung findet. Und zum Jahresende hatte dann noch die Regierung der DDR verkündet, dass die Grenzpolizei die Überwachung und Kontrolle aller Zufahrtswege zwischen West-Berlin und der Bundesrepublik vornehmen würde. Vor dem waren es dann eben Sowjettruppen gewesen und zum Jahresende hatte sich auch der Europarat etwas gegönnt, eine blaue Flagge mit 12 goldenen Sternen. Genau, ja, ein paar Namen hätte ich noch im Angebot. Was glaubst du denn, was so in 50ern so mädchennamenmäßig so oder Jungsnamen? Mhm. Hast du heiße Favoriten? Ja. Ja. Brigitte? Renate? Brigitte nicht, aber so ähnlich. Renate, super, ja. Birgit? Birgit, genau. Mhm. Birgit, Petra, Monika, Angelika, ja, jetzt kommen sie alle, ne? Genau. Sabine. Was mit Astrid? Auf die warte ich immer noch. Nee, aber Jutta. Jutta. Gabi. Ulla. Gabriel, nee, Ute aber. Ute. Und Karin. Kennt man alle. Kennt man ne? alle, ja. Genau. Ja. Und bei den Männern, lass mal raten, ja. Uwe. Uwe tatsächlich, ja. Sehr gut. Warte mal, was haben wir denn noch so? Vielleicht auch schon Michael? Michael, ja. Ja. Sehr wohl. Wir haben auch einen in unserem Bekanntenkreis gemeinsam. Andreas? Ja. Da schon? Ja. Auch interessant. Ja. Dann auch so Dieters und Jürgens. Natürlich. Ne? Manfreds, ja. Bernds, Wolfgangs, ja. Thomasse, Klause, Peters und Hanse. Das ist so verrückt, oder? Ja, ja. Also so war das, ne? Genau. Ja. So viel erstmal zu meinem Input.
Ja, ich habe auch noch ein bisschen was hinzuzufügen zum allgemeinen Alltagsgeschehen. Mhm. Bei der Jugend war es nämlich so, dass der Halbstarke plötzlich auf den Plan getreten war. Halbstarke. Oh Baby, Baby, Halbstarke. Ja, die standen nämlich auf Rock'n'Roll-Musik und fanden ihre Vorbilder in Sängern wie Elvis Presley oder Bill Haley. Mhm. Andere Vorbilder anderer junger Leute waren dann eher so Leute wie Jean-Paul Sartre oder Albert Camus beispielsweise. Mhm. Und diejenigen, die diese, ja, ich sag mal, Philosophen, Autoren toll fanden, trugen dann auch zumeist schwarze Kleidung, schwarze Rollkragenpullis, schwarze Hosen, schwarze, ja, ein bisschen wie ich. Ab 1956 gab es dann auch das Sprachrohr, das neue, nämlich die Jugendzeitschrift Bravo wurde gegründet. Stimmt. Ne? Und lustig finden wir auch immer, wie sich Jugendliche damals so unterhalten haben. Mhm. Ne? Also welche Begriffe waren damals üblich. Mhm. Der junge Mann zum Beispiel wurde der Typ genannt, schon tatsächlich. Krass. Ja. ein Begriff für Liebhaber oder Anhänger war der Fan. Mhm. Ne? Das Tanzlokal oder der Partykeller wurde wie genannt? Der Schuppen. Ach, echt? Ja, schon. Ich hätte jetzt Partykeller gesagt. Mm, genau, ja, das war uncool. Das waren eher die Eltern dann wahrscheinlich doch noch. Ne? Schuppen. Sich in etwas hineinsteigern nannte man sich Schaffen. Aha. Ich habe mich vorher geschafft. Habe ich nicht gehört. Mm-mm. Tanzen oder feiern, Hotten. Ja, das kenne ich. Das hat sich auch recht dann gehalten. Abhotten, ne? Ja. Genau. Hingegen nichts tun, gammeln, das war da offenbar auch schon aufgekommen. Mm. Als Begrüßung wählte man gerne Hallo Mann. ein Frau. Synonym für sehr gut war super. Ja. Oder aber auch irre oder ihr. Und unübertroffen der Hammer. Tatsächlich auch schon. Krass, das kann man auch heute noch sagen. Ja. Andere Ausdrücke für gut oder toll waren noch pfundig. Fundig? Fundig. Wuchtig. Spitz. Spitz? Können wir als was anderes. Ne? Ja, genau. Dufte. Da hätte ich einen Witz auch. Willst du einen raushauen? Mhm. Mach mal. Frau aus besseren Kreisen setzte sich in eine Nadel. Da rief die Nadel, aua. Die Frau aus besseren Kreisen war nämlich sehr spitz. Mhm. Gott. Das ist unser erstes April-Special gepasst. Lassen wir mal sacken. Ja. super, wurde auch schon gesagt, oder der Hammer. Genau. Ja. Und den Hof machen hieß in den 50ern und auch später ankratzen oder sülzen. Der hat mich so angesülzt. Den Hof machen ist aber auch geil. Ja. So, und wie liefen denn die Leute so rum? Also ganz klar, was wir mit den 50ern verbinden, ist natürlich der Petticoat. Ja. Ne? Was eigentlich nichts anderes war als ein etwas überdimensionierter Unterrock. Also er war weit und oft mit Rüschen und Spitzen verziert. Aufgeplustert, richtig. Bestand aus Nylon oder Perlon. Oh ja, Perlon. Genau. Und schaute dann noch aus dem unter dem eigentlichen Rock hervor. Ja. Ja, und damit das Ganze mehr Stand hatte, verwendete man Tüll als Material. Ja. Allerdings war das keine Erfindung der 50er Jahre, denn bereits im 16. Jahrhundert trugen Frauen solche Unterröcke, um den Oberrock weiter fallen zu lassen. Okay, ja. Stimmt. Aber ansonsten, ich sag mal so im Alltag, was die Frau so trug, waren eher anliegende Röcke und enge Blusen. Eben, du hast vorhin den Begriff oder den Namen Dior, Christian Dior schon genannt. Er war da letztlich auch Vorbild aus Paris oder auch Yves Saint Laurent. Mhm. Das heißt, wenn man wohlhabender war, trug man natürlich die Originale und ansonsten hatte sich das dann irgendwann so... Gab's bei C&A, ne? Auch dann, oder genau, oder als Schnittvorlage zum selber schneiden. Ja. Überhaupt wurden Schauspielerinnen zum Modevorbild, also Marilyn Monroe oder auch Brigitte Bardot, deren Blusen lagen eng an und die Röcke gingen bis zur Wade. Hat man auch vor Augen. Mhm. Ne? Ja, die Mode war oft elegant. Mhm. Frauen trugen gerne Zweiteiler, eine Bluse und einen Rock. Mhm. Beliebt war aber auch das Twinset, also Pullover mit zugehöriger Jacke. Mhm. Hochhackige Schuhe wurden getragen. Und ganz wichtig, die Nylonstrümpfe mit Naht hinten. Ja. Die allerdings echt teuer war. Also die musste man hüten wie seinen Augapfel. Also sie kostete, ging gar nicht. Ganz richtig, genau, absolut. Ja, sie kostete damals 5,90 Mark. Und dafür musste ein Handwerker 4 Stunden arbeiten. Wow, krass. Das war schon, ne, Holz. Das ist üblich, ja. Genau. Ja, dann kam Freizeitkleidung auf. Also Freizeit haben wir ja lange gesucht in den Jahrzehnten zuvor. Ja, ne? Das war eher spärlich. Gab's ja nicht, ne? Gab's nicht, nein.
Und man brauchte demnach auch entsprechende Kleidung, die man jetzt nicht ins Büro oder auf dem Bau trug, sondern eben auch draußen in der Freizeit tragen konnte. Das waren dann gerne enge Hosen und weite Pullover. Mhm. Das aber eher, also gerade Hosen, war wirklich noch sehr, sehr selten. Und wenn dann eher bei Jugendlichen. Mhm. Ballerinas natürlich als praktisches Schuhwerk. Mhm. Und die Art der Hose, die getragen wurde, war dann eben die Capri-Hose. Ah, ja. Ne? Die enge Capri-Hose, die keine andere als Audrey Hepburn mit ihren Ballerinas dann ja auch populär gemacht hat. Mhm. Bei den Männern sah es so aus, dass es auch verschiedene Styles gab. Wir hatten zum Beispiel die Teddy Boys. Ja. Ne? Die trugen gerne Anzüge mit breiten Schultern und gerade Hosen. Mhm. Schmalzlocker, ne? Ja. Dann Buntfaltenhosen wurden gerne getragen. Westen ja. waren en vogue. Ja. Hut natürlich immer noch obligatorisch und gerne eine schmale Krawatte dazu. Das Material, aus dem die Hemden waren, war Nylon. Also auch das neue zugängliche Material Nylon. Ja. Und schön je nachdem, künstlich. Absolut, schön künstlich, genau. Und je nach Stil wurde auch ein Rollkragenpullover gerockt. Mm. Dann wurde das bei Jüngeren jedenfalls das Waikiki-Hemd populär. Ja. Also das, was wir als Hawaii-Hemd kennen. Ja. Ne? Passend zum Toast-Hawaii. Ne? Genau, wurde das Waikiki-Hemd. Ja. Und na klar, es gab natürlich auch einige Halbstarke, die auch gerne schwarze Lederjacke, Jeans, weiße T-Shirts und Sonnenbrille trugen. Und haarmäßig, hast du vorhin schon kurz angedeutet, bei jungen bei Mädchen und jungen Frauen wurde der Pferdeschwanz populär. Ja. Ja, der wippte auch so schön, wenn man irgendwie tanzte. Und, aber ansonsten, die älteren Damen trugen dann weiterhin auch Lockenfrisuren und Dauerwellen und so. Ne? Mhm. Die Männer trugen ihr Haar meist sehr kurz und ordentlich. Mhm. Es wurde ein gerader Scheitel gezogen. Und das Haar sollte, ja, das Haar sollte gerade anliegen. Dafür brauchte man natürlich die Pomade. Ja. Und wenn man mutig war, dann wagte man sich an die Elvis-Tolle. Ja, genau. That's it. Genau, da sprichst du das Thema an. Die Haartolle, kurz Tolle, umgangssprachlich auch Schmalztolle genannt, war eben die typische Frisur der 50er Jahre und wurde vor allem von Künstlern des Rock'n'Roll wie Bill Haley, Elvis Presley und so weiter popularisiert und war eben neben dem Petticoat der jungen Frau das augenfälligste Symbol der Popkultur der Zeit. Tolle hat historische Vorläufer tatsächlich in der sogenannten ungarischen Magnatenrolle. Klingt wie Kuchen. Ja. Die auf Abbildung zum Beispiel in der Ahnengalerie der Familie Esterházy, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, belegt ist. Mhm. Oder in den Frisuren der englischen Dandies von George Brian Brummel, des Oscar Wilde, sowie in den Frisuren, wie sie nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren von den Gigolos, also den Eintänzern in den Tanzbars, getragen wurden. Ah, Gigolos waren Eintänzer in Tanzbars? Mhm, ursprünglich. Habe ich nicht gewusst, das wäre so eine Art Casanova-Eintänzer. Ja, das... wurde dann auch, genau. Das ist auch so ein Song, ja, ne? Ja, genau. Und den Höhepunkt hatte die Tolle eben in den 50ern und wurde dann eben, wie ich schon sagte, getragen. Aber auch schon Schauspieler wie Tony Curtis trugen die. Und in den 70ern erlebte die Tolle dann ein Comeback. Unter anderem in den Frisuren von Andy McGuy oder Brian Ferry, der Band Roxy Music. Ne? Sowie durch den Auftritt von John Travolta als Danny im Filmmusical. Das wollte ich schon sagen. Grease. Grease, genau. Ja. Und ja, danach trugen unter anderem die Schauspieler Sean Penn oder Johnny Depp auch Tollen. Und war dann auch lange das Markenzeichen, oder ist es heute noch, des deutschen Entertainers Götz Alsmann. So, und jetzt hast du eben schon in der Anmoderation noch einen Begriff gedroppt, auf den will ich dir auch nochmal zurückkommen, nämlich auf die gute alte Jukebox. Mhm. Was ist denn eine Jukebox? Eine Musikbox quasi. Ich weiß nicht, ob die in Jugoslawien war es das erste große Musikmagazin, Jukebox. Ah, okay. Ja. Also ich weiß nicht, ob heute die noch sehr verbreitet sind. Wahrscheinlich, wenn überhaupt, in der alten Kneipenspelunke aus den 50ern. Da stehen die manchmal noch. Sonst sieht man sie ja wirklich eigentlich kaum noch. Vielleicht mal so als Deko-Gegenstand. Mhm. Ja. Ne? Genau, und ein Automat, der nach Einwurf von Münzen Musik abspielt, um es auf Deutsch zu sagen. Und ja, der Begriff Jukebox kommt aus dem kreolischen Sprachraum und leitet sich von Joke bzw. Juke ab, das humorvoll obszöne Musik, Tanz oder Sprache bezeichnet. Mhm. Genau. Und in den 30ern und frühen 40ern wurde offiziell die Bezeichnung Coin-Operated Phonograph verwendet. Und erst ab 46 setzte sich mit dem Modell AMIA, Mother of Plastic, der Begriff Jukebox durch. Und im Jahre 36 war die Rudolf-Wurlitzer Company mit einer Jahresproduktion von fast 45.000 Geräten in den USA Marktführer. Und seit den 40er Jahren wurde die Vinylplatte als haltbareres Speichermedium genutzt. Und Ende der 40er kamen bereits die ersten Single-Schallplatten, also 7-Inch,
mit einer Drehzahl von 45 Umdrehungen pro Minute auf den Markt. Und durch die in Deutschland stationierten GIs wurde die Jukebox in den 50er Jahren dann auch im deutschsprachigen Raum populär. Ja, der Durchbruch kam natürlich durch Rock'n'Roll, ist klar, und Interpreten wie Elvis Presley oder Bill Haley. Die klassischen Jukeboxen der 40er Jahre, auch Golden Age genannt, stammten überwiegend von US-amerikanischen Herstellern wie Wurlitzer oder auch Seeburg, Evans oder Automatic Musical Instrument Corp., abgekürzt AMI. Das Design war durch große farbige und beleuchtete Pilaster aus Plexiglas gekennzeichnet. Und bei einigen Modellen war die Wechselmechanik nicht sichtbar. Und in den, also da, wo die Platten eben sich tauschen. Ne? Und in den 50er Jahren, dem Silver Age, wurden zunehmend Stilelemente des Fahrzeugdesigns übernommen. Heckflossen, Panoramascheiben, Rücklichter. Also stimmt, die sahen dann immer mehr aus wie Fahrzeuge, die Teile, genau. Ja, bevorzugte Materialien waren natürlich Chrom und Glas. Ja, und Jukeboxen stellten über Jahrzehnte einen ganz wichtigen Bestandteil der Popkultur dar. Auch in Hits wie Jukebox Jive von den Rubettes, Jukebox Music von den Kings und Jukebox Hero von Foreigner wurden sie besungen. Und deutsche Hersteller wie Tonomat, Wiegand, NMS Löwen oder Bergmann produzierten seit Anfang der 50er Jahre. Ja, in der DDR ging es dann erst Ende der 50er Jahre los, als es überall anders schon wieder abnahm. Da hatte die DDR dann auch die Jukebox entdeckt und das Aussehen der Geräte erinnerte in der Regel mehr an Möbelstücke im Stil der Zeit. Ja. Ich möchte natürlich noch ein Musikstück spielen, das wurde auch gerade schon genannt. Also wir springen dafür. Hast du Kleingeld dabei? Wir müssen doch jetzt was einwerfen. Ja, stimmt, wir müssen was einwerfen, ja. Muss ich gleich mal gucken. Groschen. Wir springen jetzt auch musikalisch einmal in die 70er, nämlich zu den Rubettes. Und wir hören den Jukebox Jive. Viel Spaß damit. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Let's do the Jukebox Jive. Wir haben es gerade Coming-of-Age-Musik genannt. Ja, genau. Für alle unter euch, die damals jung waren. Genau. Das war für euch. Oder die wissen wollen, wie das ist, wenn man... Irgendwann mal jung ist. Genau. Ja, einer, der quasi Berufsjugendlicher war, könnte man fast sagen. Ach, es ist schwer, ihn vorzustellen, weil ihn alle Welt kennt und weil wir ihn bisher noch gar nicht wirklich gewürdigt haben. Der muss jetzt rankommen, nämlich Elvis Presley. Ja, der muss auf jeden Fall rankommen. Und weil eigentlich schon zu Elvis Presley alles gesagt ist, habe ich mich auf ein wichtiges Jahr in seiner Karriere konzentriert. Sehr gut. Genau. Was wissen wir über Elvis Presley? The King. Ja. The King of Kings. Ja. So. Ja. Ne? Elvis Presley gilt bis heute mit über 1 Milliarde verkauften Tonträgern als der erfolgreichste Solokünstler weltweit. Wow. Und zwar 45 Jahre nach seinem Tod immer noch. Mhm. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Genau. Ne? Er hatte eine Karriere mit vielen Höhepunkten, auch mit einigen... Ach, Niederlagen will ich gar nicht sagen, aber ja, er hatte vor allem viele Comebacks, das muss man auch wirklich sagen. Also auch tatsächlich etwas, das viele andere so nicht geschafft haben vielleicht. Ja. Ne? Wenn man bedenkt, dass er in den 50er Jahren angefangen hat und bis zu seinem Tod eigentlich erfolgreich war. Stimmt, ne? Auch mit Hits. Ja. Er ist vor allem das Teenager-Idol schlechthin. Ne? Und eine Kultfigur, die bis heute ein Begriff ist. Mhm. Also wir hatten irgendwann mal, glaube ich, in unserer Coversendung das Thema Elvis-Imitatoren zum Beispiel. Auch das ist so ein Genre, das er bis heute weiterlebt. Mhm. Leute lassen sich immer noch trauen von Elvis-Imitatoren in Las Vegas. ja, also er kommt ständig wieder und aktuell eben auch, wir haben vorhin oft kurz drüber gesprochen, das Biopic Elvis ist ab Ende Juni im Kino. Ja. Also das wird wieder irgendwie einen Boom auslösen, denke ich. Ne? Auch, so. Ja, und ich wollte mir nochmal ein zentrales Jahr seiner Karriere anschauen, vielleicht sogar das zentrale Jahr seiner Karriere, nämlich das Jahr 1956. Mhm. Inzwischen ist Elvis Presley seit 2 Jahren bei Sun Records unter Vertrag und hat schon kleinere Konzerte auch gespielt, als Trio mit dem Gitarristen Winfield Scotty Moore und dem Bassspieler Bill Black. Mhm. War auch schon im Radio ein bisschen auch gespielt worden. Aber der ganz große Erfolg stand noch aus. Mhm. Und der Besitzer von Sun Records, Sam Phillips, brauchte Geld und wollte Elvis, der so sein Zugpferd eigentlich war, an ein anderes Label verkaufen. Mhm. Das war zuerst schwierig, aber Ende 1955 wuchs Elvis' Ruf als Live-Musiker, weil er viel auf Tour war. Und Phillips bot Elvis für $35,000 dem Label RCA an. Ah, okay. Das war bis dahin die höchste Übernahmesumme für einen Musiker. Ja.
Und somit wechselte dann Elvis im November 1955 das Label. Das waren noch Zeiten. Will heißen? Ja, heute kriegst du ja, wenn du Glück hast, noch irgendwie einen Vorschuss auf eine Produktion, wenn du bei einem Major-Label bist. So. Und das war's. Wird nichts mehr als Übernahme gezahlt. Muss ich dann erst beweisen. Ja, ja. Quasi. Ja. Ja. Im Januar 1956 ging Elvis ins Studio und nahm Heartbreak Hotel auf. Oh ja. Ja. Man muss dazu sagen, dass bis Mitte der 50er Jahre die USA ein Hort der Konformität waren. Und all das änderte sich schlagartig am 28. Januar 1956, als Elvis, gerade 21 Jahre alt, einen Auftritt in der CBS-TV-Sendung Stage Show hatte. Mhm. Ja, sein Look, seine Art, sich zu bewegen, ich kriege eine Gänsehaut, und seine Stimme waren eine Sensation. Mhm. Aber erst der dritte Auftritt in der Stage Show im gleichen Jahr brachte alles bisher Gekannte ins Wanken. Somit führte er dann am 11. Februar Heartbreak Hotel auf und einige Wochen später war das Lied auf Platz 1 der Billboard-Charts und die Jugend hatte ein neues Idol. Ja, und es begann das stürmischste Jahr in Elvis' Karriere tatsächlich. Also plötzlich ging alles relativ schnell. Ende März veröffentlichte RCA sein Debütalbum Elvis Presley und wenige Tage danach flog er nach Los Angeles, wo er dann tatsächlich auch schon erste Filmtests hatte, weil sein Look auch direkt Hollywood interessiert hat. Und der erfolgreiche Filmproduzent Hal Wallis sah in Elvis ja ein gewisses Filmpotenzial und machte erste Testaufnahmen. Er war so überzeugt von Elvis' Ausstrahlung, dass er direkt einen Vertrag über 7 Filme mit Elvis aufsetzen ließ. Zack. Knall auf Fall, oder? Ist ausgesorgt. Ja. Dann gab es Anfang April in Kalifornien auch noch einen TV-Auftritt in der Milton Berle Show. Dort hatte er mehrere Auftritte. Und der zweite Auftritt in dieser Milton Berle Show, einige Monate später im Juni, machte Schlagzeilen und gilt ja im Grunde genommen als seine Krönung. Ja? Also da wurde er quasi, das war da so das Krönungsritual und machte ihn zum King. Mhm. Das Interessante war, es gibt den Auftritt natürlich auch online, werden wir verlinken und man weiß genau, ja, so, das ist der Grund, warum dieser Mann eben so eine Ikone wurde. Mhm. Ne? Man muss dazu sagen, dass die Auftritte, die er zuvor hatte im Fernsehen, ihn nie so richtig Ganzkörper gezeigt haben. Also entweder hatte er eine Gitarre vor sich und spielte halt und rockte ab oder aber man zeigte ihn nur bis zur Hüfte und nicht weiter runter. Ne? Aber da war es eben so, dass er ohne Gitarre aufgetreten ist. Er hatte 2 Songs in der Sendung, in der Milton Berle Show bei seinem zweiten Auftritt. Und man sah erstmals so richtig seinen gesamten Körper. Also die Kamera so, zeigte seinen gesamten Körper. Und naja, plötzlich ließ er seine Hüften kreisen. Sowas Unverschämtes. Ja, also absolut. Ich meine, wir reden hier echt, ne? Also von 1956. Mhm. Ja, das ist der absolute Hammer. Und dementsprechend ja, verärgerte es auch Kritiker. Und er bekam anschließend dann auch einen seiner vielen Spitznamen, Elvis the Pelvis. Also dieser Spitzname war eine direkte Reaktion auf diesen Auftritt. Die Zeitungen waren empört und sagten, sein Auftritt sei was für Spelunken und Bordelle. Und die katholische Wochenzeitung America hatte in ihrer Überschrift: Nehmen Sie sich in Acht vor Elvis Presley, beware of Elvis Presley. Elvis aber blieb cool, ja, natürlich, klar, Elvis natürlich. Blieb cool und sagte: Mein Becken hatte nichts zu tun mit dem, was ich mache. Ich falle halt irgendwie den Rhythmus der Musik. Ich springe zur Musik rum, weil ich das, was ich mache, genieße. Ich versuche nicht, Sex zu verkaufen. Ich versuche nicht, vulgär und garstig zu wirken. Und der Rolling Stone schrieb Jahrzehnte später: Während Hound Dog fing der Sänger langsam an, seine Hüften kreisen zu lassen. Danach war Amerika nicht mehr das, was es zuvor war. Es folgte dann einige Wochen später, am 1. Juli, ein Auftritt in der Steve Allen Show. Und der war ja so ein bisschen ein Downer. Er trat dort im Anzug auf, der nicht so richtig zu seiner Art passte. Und bei Hound Dog, das er aufführte, hatte man neben ihn einen traurig schauenden Bassett gesetzt. Und es wirkte ein bisschen, als würde sich das Establishment über ihn lustig machen. Ja? Aber das nützte alles nichts. Also es war irgendwie klar, Elvis war auf dem Weg nach oben. Hound Dog verkaufte sich dann auch in den ersten 6 Monaten über 3 Millionen Mal. Boah. Und wurde Nummer 1 der Single Charts. Mhm. Ja, und Ed Sullivan, der bekannte Ed Sullivan, hatte sich eigentlich zuvor geweigert und wollte Elvis Presley nicht auftreten lassen. Ja, und hat dann aber klein beigegeben und ihn
dann doch in seine Show eingeladen. Er hatte sich zuvor noch geschworen, er würde Elvis nicht mehr mit einer 3 Meter langen Stange anfassen. Ja. Und nun buchte er ihn gleich für 3 TV-Auftritte. Ja. Genau. So hat auch Lunte das. Gerochen wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Ja. Der erste dieser Auftritte am 9. September 1956 führte dazu, dass 60 Millionen Menschen eingeschaltet haben. Ob sie jetzt nun ausschließlich wegen Elvis, aber es war ein Publikum von 60 Millionen Menschen, die Elvis Presley plötzlich sahen. Ne? Mhm. Und parallel dazu wurde auch sein Kinotraum plötzlich wahr. Also die Dreharbeiten starteten zu seinem ersten Film Love Me Tender für 20th Century Fox Mitte August. Mhm. Elvis träumte immer ein wenig davon, in James Deans und Marlon Brandos Fußstapfen zu treten. Das ist ihm nicht so ganz gelungen. Mhm. Ne? Also es folgten zwar über 30 Filme, aber er war nie so der ernsthafte Schauspieler, der er gern gewesen wäre. Mhm. Die letzte Hitsingle des Jahres war dann Love Me Tender im November und die verkaufte sich auch nochmal schlappe 2,5 Millionen Mal. Das zweite Album Elvis toppte ebenfalls die Charts. Würdest du da gerne mal eine GEMA-Abrechnung kriegen? Kannst du leben von auf jeden Fall. Mit Sicherheit, ja. Ja, zum Ende des Jahres flog er zurück nach Memphis, wo er seine Jugend verbracht hatte. Mhm. Und fuhr zu den Suns Studios, wo es nochmal Fotoaufnahmen mit seinen alten Labelkollegen Jerry Lee Lewis, Johnny Cash und Carl Perkins gab. Und kurz vor Silvester, also kurz vor Jahresende, spielte er noch Football mit Freunden in einem Stadtteilzentrum. Also alles schien erstmal so, als hätte sich nicht groß was verändert, aber das war natürlich nicht der Fall. Sein Leben hatte sich in diesem Jahr für immer verändert. Und ich krieg schon wieder eine Gänsehaut. Was ist los? Ja, es ist halt so, der Junge aus ärmlichen Verhältnissen wurde zur kulturellen Ikone des Jahrhunderts. Des 20. Jahrhunderts. Ja, ja. Es gibt keinen größeren. Nee. Ja, ist so. Das ist der absolute Hammer. Muss man so anerkennen. Das muss man so annehmen und sagen. Ja. Und Bob Dylan sagte später, ihn zum ersten Mal zu hören war, wie aus dem Gefängnis auszubrechen. Geil. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Trifft es, glaube ich, gut. Ja. Alles baute irgendwie auf Elvis Presley auf. Natürlich gab es auch andere Leute, die super Sachen gemacht haben. Die haben wir auch schon angesprochen und werden wir auch noch weiterhin ansprechen. Auch diese und nächste Woche. Ja. Aber Elvis Presley ist einfach. Ja. Ja? The King. Kann man nichts... Und wir hören jetzt einen seiner großen Hits aus dem Jahre 56, natürlich. Ja. Bitte was? Ich bitte drum, ja. Ja, bitte? Hast du eine Idee, was wir hören? Puh, entweder eins, was du gerade schon angerissen hast, oder vielleicht hast du auch was ganz anderes, was ich jetzt nicht vermute. Ja? Ja. Hören wir. Hotel. Ja, cool. Das Herzbrech Hotel. Herzbrech Hotel. Okay. Dann hören wir das jetzt. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, da weiß ich schon, dass das auf jeden Fall auf YouTube geclaimed wird. Da können wir schon von ausgehen. Ja. Aber das ist jetzt eine kleine Randnotiz hier für uns vor allen Dingen interessant. Für alle, die uns jetzt hier auf anderen Plattformen hören als bei YouTube. Ihr werdet die Problematik nicht kennen, die wir bei YouTube immer haben. Bei YouTube haben wir leider immer das Problem, dass viele Musik einfach copyright-mäßig geclaimed wird, was dann zur Folge hat, dass wir die Folgen nochmal ohne die Musik zusammenschneiden müssen, was super nervig ist. Du musst das machen. Ich mach das ich mach's ja gern. Ja. Es ist halt nur nervig, weil dann hast du es gerade hochgeladen und dann sind 5 Musikstücke drin und alle 5 sind geclaimed worden. Und dann kann ich halt. Und manchmal fragt man sich auch was? Ja. Also bei manchen Sachen frage ich mich wirklich, warum werden sie geclaimed? Und dann frage ich mich aber auch, warum wurde das jetzt nicht geclaimed? Dann hat man mal plötzlich einen Prince dazwischen und der wird dann nicht geclaimed. Ne? Ja. Also das ist so schon echt crazy. Naja, das nur so am Rande. Also wenn ihr die Folgen wirklich komplett mit aller Musik hören wollt, dann solltet ihr besser bei Spotify, bei Anchor oder bei Apple hören. Genau. Jetzt aber noch was zu der Art von Musik, die der Elvis so gemacht hat, vor allen Dingen in seinen Anfangsjahren. Hast du da eine Idee, wie sich diese Art von Rock'n'Roll nannte, die er gemacht hat? Nee, ne? Nee. Du wirst es aber schon mal gehört haben. Das ist nämlich einer der bekannteren Rock'n'Roll-Begriffe. Ich habe den auch in der letzten Folge schon erwähnt. Ich habe ja in der letzten Folge für alle, die uns schon länger verfolgen und auch die letzte Folge gehört haben, ich mache ja so ein bisschen Aufriss gerade über die Spielarten des Rock'n'Roll. Ich habe dazu schon viel erzählt. Ich werde das jetzt auch nicht alles normal erzählen, keine Sorge. Sondern ich möchte in diesen beiden Teilen einfach nochmal ein paar Untergruppierungen von Rock'n'Roll hervorheben. Und du hast mir jetzt eine Steilvorlage geliefert für die Untergruppierung namens Rockabilly. Ja, ich wollte es schon sagen. Ne? Ich dachte, nee, vielleicht schäme ich mich dann, wenn ich das sage. Nein, du brauchst dich überhaupt sowieso niemals zu schämen. Alles gut. Also Rockabilly ist eine um das Jahr 1953 in den Südstaaten der USA entstandene Fusion aus Rhythm and Blues mit Country-Musik. Und das ist quasi... Genau, das definiert eigentlich Rockabilly. Und zunächst mit Minimalbesetzung gespielt, das heißt sozusagen mit einem
Kontrabass, der geslappt wird. Das heißt, der wird sehr rhythmisch gespielt mit Daumen und kleinem Finger im Wechsel. Dadurch kommen diese so diese Art von, genau, ne, da kommen diese rhythmischen Pattern zustande. Eine E-Gitarre und Gesang, meistens ist es gar nicht mehr. Es gibt also auch Rockabilly komplett ohne Drums. Wir haben jetzt hier auch gerade keine Drums gehört. Das dann übernimmt sozusagen. Genau, weil der Bass so rhythmisch gespielt wird, dass da brauchst du keine Drums mehr theoretisch. Mhm. Genau. Ja, später kam dann eben aber trotzdem auch Schlagzeug und Klavier hinzu. Und ausgehend von Memphis, Tennessee, verbreitete sich der Rockabilly durch die intensive Tourtätigkeit der Musiker von Sun Records. Mhm. Und ja, sowohl über den gesamten Süden und inspirierte dann hunderte von Musikern, den Stil zu kopieren. Und nur wenigen gelang es dabei, individuelle Rockabilly-Styles zu entwickeln, wie zum Beispiel Jerry Lee Lewis, Gene Vincent oder Buddy Holly. Und 1957 löste sich der Rockabilly dann in einer Art Mainstream-Rock'n'Roll auf. Viele Interpreten wandten sich jedoch der reinen Country-Musik zu, von der sie gekommen waren. Ja, viele Vertreter des Rockabillys waren der frühe Elvis, der frühe Johnny Cash, Eddie Cochran und der frühe Roy Orbison. Mhm. Genau. Klangbeispiel haben wir jetzt gerade schon gehört. Das war zwar schon eher ein bisschen bluesig, was wir gerade gehört haben. Dann hatten wir aber, glaube ich, in der ersten oder zweiten hatten wir Buddy Holly nochmal gehört. Richtig, wir hatten Buddy Holly und wir hatten auch Eddie Cochran. Also richtig, wir haben es quasi schon gehört. Ja. Deshalb möchte ich noch zu einem weiteren Unterstil kommen. Der hat erstmal den, nichtssagenden Namen Instrumental. Mhm. Und wir dürfen nämlich eine Sache nicht vergessen. Instrumentale Rock'n'Roll war fast genauso verbreitet wie nicht-instrumental, also heißt Gesang, ohne Gesang. Ja. Ne? Und im Westen der USA wurde 1957 eine Gitarren-Instrumental-Tradition begründet, die schnell zahlreiche Nachahmer fand, nämlich im Studio von Lee Hazelwood, auf den ich übrigens auch nochmal zu sprechen komme, in Phoenix, Arizona und später in Los Angeles wurden Titel mit den Gitarristen Al Casey und Duane Eddy eingespielt, von denen einige zu Hits wurden. Mhm. Von Duane Eddy eigentlich ist fast alles instrumental. Und das ist ja ein Name, den man auch durchaus kennt. Ja, und die Gitarre war dabei leicht verzerrt. Dazu spielte oft gerne auch mal ein Saxophon Solo. Und der Hall in den Aufnahmen kam durch die natürliche Akustik des metallenen Getreidespeichers zustande, in dem sich Hazelwoods Studio befand. Ja. Und ja, einer der Studiohilfen von Hazelwood war übrigens der junge Phil Spector, falls der Name jemand was sagt, genau. Ja, und Eddies, also Duane Eddies Twang Sound, so wurde das liebevoll genannt, fand im gesamten Westen der USA zahlreiche Nachahmer und beeinflusste eine Reihe von Musikern, auch in Europa, zum Beispiel die Begleitband von Cliff Richards, die Shadows. Mhm. Ne, weitere Vertreter waren eben neben Duane Eddy The Ventures, The Shadows, Johnny and the Hurricanes und The Spotniks. Wir hören jetzt aber was Schönes von Duane Eddy und den Titel sage ich euch gleich. Lasst es mal wirken und ich wette, jeder von euch kennt das, was wir jetzt hören. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, die Quentin Tarantino-Fans unter euch werden jetzt aufgejaucht haben. Ja, das Lustige ist, ich kannte es nicht aus dem Tarantino-Film, aber ich habe gesagt, das wäre was für Tarantino. Genau. Ja, das ist eigentlich ihm schon zugeschustert, genau. Ja. Er hat es schon ein paar Mal verwurstet. Genau. Macht er ja auch gut. Ja, Rumble hieß das Stück. Rumble. Genau. Rumble in the Jungle. Ja. Das kam später, genau. Viel später, ja. Ja. Ja, was aber mitten in den 50er Jahren kam, war ein Film, der heute als absoluter Klassiker gilt. Ja. Und den ich nochmal kurz besprechen möchte, weil er toll ist. Mhm. Das klingt gut. Ja. Und zwar geht es um den Film Die Zwölf Geschworenen. Oh, ja. Klassiker, ja. Ein ganz eigensinniger Film. Mhm. Ne? Also 12 Angry Men. Wo heißt der im Original? Mhm, krass. Genau. Das ist im Jahre 57. Und I thought the 12 Geschworens. Was heißt der Geschworene auf Deutsch? Ja, die Geschworene ist ja Deutsch. Ja, aber was heißt das auf Englisch mal? Sorry. Jury. Ach ja. Jury, genau. Jury. Man muss ja aufpassen, dass man nicht die 12 Geschworenen schreibt. Das wäre bei so einem Knastdrama. Die 12 oder Geschworenen. Oder Nazi-Film. Oder Skinhead-Film. Genau. Ja, Regie führte Sidney Lumet. Lumet, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Drehbuch, fürs Drehbuch verantwortlich war Reginald Rose.
der zudem auch Autor des vorangegangenen Theaterstücks war, das im Original zuerst fürs Fernsehen gemacht wurde, dann kam es auf die Bühne und schließlich dann letztlich ins Kino als die 12 Geschworenen. Mhm. Hast du den Film jemals gesehen? Ich habe den gesehen, ja. Ist aber auch ewig her. Ich glaube sogar auch wieder bei meiner Oma, wo auch sonst habe ich diese ganzen Klassiker meistens gesehen. Ja, genau. Ja, lohnt sich den nochmal anzugucken. Ja, würde ich auch gerne, tatsächlich. In den Hauptrollen haben wir Henry Fonda. Ah ja, genau. Lee Jacob, Jack Klugman, Jack Warden. Jack Warden, den wir noch aus Bärensinnlos kennen. Den kennen wir ja auch. Martin Balsam und andere. Ja, der Film ist ins Schwarz-Weiß gedreht und beginnt mit der Außenaufnahme eines Gerichtsgebäudes. Man sieht, wie die Kamera hineinfährt und dann gibt es Innenaufnahmen, bis die Kamera an einem Verhandlungssaal hält. Und dahinter verbirgt sich ein Prozess, ein Gerichtsprozess, und der Richter spricht gerade seine abschließenden Worte, während die Kamera auf die Geschworenenbank lenkt und wir die Gesichter aller 12 Geschworenen so nacheinander sehen. Und der Richter sagt, die Geschworenen sollen sich nun zurückziehen und ihr Urteil in der Mordanklage fällen. Angeklagt ist ein 18-jähriger Junge aus einer puerto-ricanischen Familie, der seinen Vater getötet haben soll. Ja, und das Urteil, das sagt der Richter noch, der Geschworenen muss einstimmig sein und bei begründetem Zweifel, also reasonable doubt, ne, muss freigesprochen werden. Oh, okay. Na klar, natürlich, ja, ne, das ist ja so das Prinzip. Genau. Ja, ach so. Ach so. So, ich habe das in diesem Johnny Depp-Prozess völlig vergessen. Ja, ganz aktuell. Ja. Genau. Ja, gut. Die 12 Geschworenen ziehen sich also zurück in so einen Raum, in so einen Besprechungsraum, und dort finden sich jetzt alle ein und es ist der heißeste Tag des Tages. Des Jahres. Und das merkt man auch, also einige tupfen sich ihren Schweiß von der Stirn und die finden sich so langsam zurecht und quatschen noch ein bisschen miteinander. Und während sich die Männer langsam auf ihren Plätzen an einem langen Tisch einfinden, lernen wir bereits einige auch so ein bisschen kennen, die unterhalten sich halt untereinander. Und wir hören auch, dass es für die meisten das erste Mal ist, dass sie als Geschworene fungieren sollen. Einer ist dabei, der hat schon Erfahrungen gemacht und äußert sich auch entsprechend abgeklärt. Ne? Ja, immer diese Richter und immer diese Anwälte und so, also der meint alles zu wissen. Aber fast alle wirken, als sei es gar keine große Sache, was sie da gerade jetzt gleich entscheiden müssen. Also, dass sie nun über das Leben eines Menschen entscheiden müssen, wirkt erstmal wie so eine Bagatelle. So. Also, es scheint nicht so wirklich ernst genommen zu werden. Der eine interessiert sich gerade eher für Börsenkurse, ein anderer betont Bitcoin, genau. Ein anderer, gespielt von Jack Warden, das passt total, sorgt sich, dass er zu spät zu seinem Baseballspiel kommt. Er hat ja Karten für die Yankees und so. Ne? Also man merkt schon irgendwie, naja. Gut, sie setzen sich dann aber auf Hinweis des geschworenen Vorsitzenden, gibt es da nämlich also auch in der Runde, in die Reihenfolge ihrer geschworenen Nummern. Sie kennen sich nämlich nicht bei ihrem Namen oder mit ihrem Namen, sondern nur als Nummer. Ja? Also geschworene 1, geschworene 2 und so weiter. Erst ganz am Ende des Films, als quasi die Chose am Ende ist, erfahren wir dann auch teilweise die Namen der Leute. Ja? So, der Fall scheint zuerst eindeutig zu sein. Und also, dass irgendwie alle für schuldig plädieren, weil es irgendwie klar. Und bei einer ersten Abstimmung stimmen tatsächlich auch alle für schuldig, bis auf den Geschworenen Nummer 8, der von Henry Fonda dargestellt wird. Der hat Zweifel, ne? Also begründete Zweifel, und kann deshalb nicht für schuldig stimmen. Einige sind genervt. Aber ein erster anderer findet die Zweifel überzeugend und stimmt bei der nächsten Abstimmung ebenfalls dagegen. Ja, und im Verlauf des Films seziert Nummer 8, also Henry Fonda, den Fall, diskutiert mit den anderen und löst auf diese Weise den Mordfall tatsächlich. Also genau. Also das ist ganz interessant, weil es halt mal wieder Abstimmungen gibt und mehr springen auf die Seite von Henry Fonda, der sagt, nee, das passt irgendwie nicht. Der Junge kann es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Was wir aber auch eben dann erfahren, sind tief sitzende Vorurteile bei einigen. Also der Puerto Ricaner ist doch klar, dass das so ist, und bei denen ist das so und so, ne? Dann auch teilweise Gleichgültigkeit, Wut kommt auf, Ignoranz, Ängste, die vorhanden sind. Und dann erfahren wir auch bei einigen von persönlichen Hintergründen, aber auch Abgründen, also auch familiäre Hintergründe kommen da zu tragen und so. Ja, es ist ein ganz intensiver Film, muss man sagen. Der
Drehbuchautor Rose war selbst als Geschworener mal tätig und hatte stundenlang mit anderen diskutieren müssen über den Ausgang eines Falls. Und dadurch kam ihm dann die Idee für dieses Stück, das dann eben als Film umgesetzt wurde. Okay. Ja. Das Tolle an diesem Film ist auch, und das fasst so diese sehr intensive Atmosphäre auch so ganz gut zusammen auf den Punkt, dass eben alles nur in diesem Raum stattfindet. Mhm. Also sie sind praktisch auch gefangen. Der Raum wird auch abgeschlossen. Ne? Ah, also krass. Können auch gar nicht raus. Mhm. Es ist heiß. Eigentlich wollen die alle woanders sein. Aber jetzt sind sie hier. Nichts für Klaustrophobiker, ne? Bitte was? Auch nichts für Klaustrophobiker. Nicht so richtig. Das Fenster kann geöffnet werden. Ja, okay, gut. Ja, aber es ist halt schon so eine ganz intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. Mhm. Man muss dazu sagen, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Berichterstattungen über reale Gerichtsfälle in den USA sehr beliebt waren. Mhm. Also das traf auch so ein bisschen den Nerv der Zeit damals. Ne? Es war der erste Film, der erste Kinofilm, den Sidney Lumet gedreht hat. Und es war eine Low-Budget-Produktion, die in nur 19 Tagen abgedreht wurde. Der Film war tatsächlich ein Flop an den Kinokassen. Ach krass, das wusste ich nicht. Vermutlich auch deshalb, bitte? Hätte ich nicht gedacht. Weil das heute so ein Klassiker ist, ja, ne? Denkt man genau. sich das so. Und dann auch an Henry Ford als Zugpferd vielleicht auch. Ne? Nee, aber es war vor allem auch kein Farbfilm. Und Farbe war einfach da und Leute wollten auch gerne irgendwie Action sehen und so. Ne? Das bot dieser Film in der Form nicht. So. Mhm. Aber heute ist es eben Klassiker. Bei Rotten Tomatoes habe ich mal geguckt, 100% Kritikerzustimmung und 98% Zuschauerzustimmung. Oh, also krass. Viel besser geht's eigentlich kaum. Nee, ich wollte gerade sagen, ey, das war schon echt vorderste Front. Ey. Genau. Es gab danach auch noch Neuverfilmungen in Deutschland, China, Indien, Japan und Russland. Es gibt also entsprechende Versionen der Länder. Geil. Mhm. Ja. Was auffällt, ist, dass alle Figuren männlich und weiß sind, was tatsächlich auch unüblich ist für die damalige Zeit. Also eine Jury wäre nicht so zusammengesetzt worden, auch damals nicht. Sie dient aber der Story. Und trotzdem sind alle charakterlich sehr unterschiedlich. Mhm. Also auch wenn sie auf den ersten Blick gleich aussehen und einem gleichen Alter auch entsprechen und so, sind sie alle sehr unterschiedlich. Im Mittelpunkt steht ganz klar der Dialog. Also es gibt keine Action-Sequenzen oder dergleichen. Der Dialog steht im Mittelpunkt. Es gibt auch keine Rückblenden oder Szenen außerhalb des Raums. Ja. Bis auf wirklich, ich glaube, insgesamt 3 Minuten zu Beginn und ganz zum Ende des Films. Ansonsten findet alles in diesem Raum statt. Ah, okay. Ja. Und das Interessante ist, dass es kaum Filme gibt, die sich wirklich ausschließlich auf die Kunst des Argumentierens konzentrieren und trotzdem uns Zuschauer packen können. Mhm. Also es ist spannend. Mhm. Es ist spannend. Also es findet auch ständig eine Wendung statt, weil gerade Henry Ford, aber auch die anderen Jurymitglieder dort immer wieder mit einem neuen Clou um die Ecke kommen, der den Fall ein bisschen weiterbringt. Mhm. Ne? Und man sich natürlich fragt, okay, also wer springt als nächstes auf die Seite unschuldig über? So. Ja, die 12 Geschworenen gilt als Prototyp des Genres Gerichtsdrama. Ah, krass. Mhm. Mhm. Und seitdem hat es ja unzählige Serien oder Filme gegeben, die, in denen das Gericht oder Anwälte eine Rolle spielen. Also, auch sehr geile. Absolut. Hast du ein paar Beispiele parat? Die Jury zum Beispiel. Mit Tom Cruise, ja, ne? Mega genau, Film. Zum Beispiel. Ne? Oder, wie hieß denn dieser Film? Wie hieß denn dieser Film? Auch mit Tom Cruise und Jack Nicholson. Warte mal. Eine Frage der Ehre. Ja, der war auch geil. Der ist super, geil, ne? Ja. Genau. Der war auch geil. Ja, stimmt. Spielt auch vor Gericht, ne? Dann so Serien wie Law and Order, Boston Legal, Perry Mason, L.A. Law, Matlock. Ja, einen mit Michael Douglas auch, der im Gericht spielt. Fällt mir irgendwie ein gerade, aber ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ich bin ziemlich sicher. Wo er angeklagt ist? Ja, ich glaube, er ist Anwalt. Ja. Ah, Anwalt? Mhm. Aber wir sehen schon, also ganz viele Filme, ne, und auch Serien. Oder Ally McBeal, How to Get Away with Murder, Broadchurch und so. Stimmt. Also es zieht sich bis heute eigentlich. Ja, ne? Ja, gibt's es auch ist wirklich. Halt spannend. Ja, ist spannend. Und es geht da ja auch ganz stark ums Argumentieren. Mhm. Ne? So konzentriert wie in diesem Film wahrscheinlich nicht. Mhm. Oder nicht. Mhm. Ne? Aber ja, dafür haben wir ja diesen Film, der uns erhalten geblieben ist. Mhm. Und den man sich gerne nochmal angucken kann. Gibt es bestimmt auf irgendeinem Streamingdienst zu sehen. Ja, mit Sicherheit. Natürlich, mhm. Genau. Ich würde das Ganze gerne noch abschließen, abrunden mit einem schönen Stück Musik und habe mir ein Stück rausgesucht, das 1960 veröffentlicht wurde, was? Im Januar, ja, aber 1959 geschrieben wurde. Ja, also, ich habe auch schon 70er-Stück geschrieben. Dann ist alles gut, genau. Ja, ich habe mir einen meiner Lieblingssänger, Sam Cooke, ausgesucht. Oh, schön.
und mit seinem Song Chain Gang. Da geht es nämlich um Verurteilte. Oh, nice. Mhm. I'm gespannt. Ja. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, ist ein schönes Song, ein schöner Song, den kannte ich tatsächlich noch nicht. Wir haben gerade auch mal kurz darüber gesprochen, wie viel Sam Cooke zu bieten hatte und eigentlich auch machen wollte, bevor er dann erschossen wurde. Mm, genau. Und sollte uns ein Hollywood-Produzent zuhören, bitte mach doch mal ein Biopic. Ja, das stimmt, das gibt's gar nicht von dem. Ich glaube, ein Fernsehfilm vielleicht mal. Ja, vielleicht, ja. Sowas richtig, ja. Ja, wir bleiben bei den Künstlern, bei den Musikern speziell und kommen zu einem Geschwisterpärchen, welches wahrscheinlich eines der erfolgreichsten musikalischen Geschwisterpärchen der 50er und auch, glaube ich, schon noch bis heute auch sein dürfte, wenn ich sage, die Everly Brothers. Habe ich auch eine Platte aus meiner Jugend, aus meiner ganz frühen Teenagerzeit zu Hause. Geil. Ja. Ein Album. Ja. Mhm. Cool. Ja, die Everly Brothers, die werden den meisten was sagen von euch, ne? Waren eben US-amerikanische Gitarren- und Gesangsduo, was ab Mitte der 50er eins der erfolgreichsten Musikduos der Popgeschichte und die erfolgreichste Gesangsgruppe der Ära vor den Beatles war. Bis 1973 traten die Brüder Isaac Donald, Don Everly und... Entschuldigung, ich muss mal kurz unterbrechen. Also sie waren die erfolgreichste Gruppe vor den Beatles. Ja, ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Also gab es davor großartig Gruppen? Nein. Es waren meist Einzelkünstler und Künstlerinnen. Genau. Ganz genau. Abgefahren. Ja. Fahren Sie fort. Ja, also Don, der eine, und Phil, der andere, Jason Phillip, gemeinsam traten die auf. Und nach einer rund 10-jährigen Trennungszeit arbeiteten sie da ab 83 wieder gemeinsam im Studio auf der Bühne. Also dazwischen hatten die mal einen Break sozusagen. Ja, das Duo erreichte mit 7 Titeln die Spitze der US-amerikanischen und auch britischen Single-Hit-Paraden, nämlich Wake Up, Little Susie, All I Have to Do is Dream, Claudette, Kathy's Clown, Walk Right Back, Ebony Eyes und Temptation. Ja, Temptation. Wer hat das nochmal gesungen? Heaven 17. Ah, okay. Mhm. Himmel 17, genau. Ja, die mischten so lustige, illustre Musikstile wie Folk, Bluegrass und Hillbilly eben mit zeitgenössischem Rock'n'Roll und kreierten mit ihrem harmoniebetonten, zweistimmigen Gesang einen ganz eigenen Pop-Sound, der so erfolgreichen Künstlern wie den Beatles, den Beach Boys, den Hollies, Simon und Garfunkel und vielen anderen als Vorbild diente. Die zählten zu den 10 Gründungsmitgliedern der Rock'n'Roll Hall of Fame und wurden vom Rolling Stone 2004 auf Platz 33 ihrer Liste der 100 größten Musikacts aller Zeiten geführt. Ja, was war geschehen? In den 30er Jahren bis hin nach 1955 gab es die Familie Everly. Phil und Don stammten eben aus dieser einen Familie, die in den 20er und 30er Jahren im Muhlenberg Country im US-Bundesstaat Kentucky lebte. Und die Brüder Leonard, Charlie und Isaac arbeiteten im Kohlebergbau und spielten in ihrer Freizeit Gitarre. Sie konnten keine Noten lesen, also spielten sie nach Gehör, erinnert sich später Leonards Sohn Reverend Ted Everly. Ike Everly spielte eine von schwarzer Musik beeinflusste Gitarre im Stil von Sam McGee oder Merle Travis. Nach Angaben auf der Website historyofrock.com hatten die Brüder eine Eigenkomposition im Repertoire, eine Kombination aus Bluegrass und Ragtime. Und sie nannten das Instrumentalstück That's the Mood I'm In, meldeten daran jedoch nie ihre Rechte an. Ein sehr ähnliches Musikstück wurde später unter dem Titel In the Mood ein Welthit für Glenn Miller und sein Orchester. Und ab 1945 lebten die Everlys in Shenandoah in Iowa. Und hatten Ike und Margaret, die sich mittlerweile als Country-Musiker im ganzen Süden und mittleren Westen der USA einen Namen gemacht hatten, eine tägliche Radioshow im Morgenprogramm beim Lokalsender KMA. Und in der Sendung traten regelmäßig auch ihre Söhne auf. Don als Little Donnie seit seinem 8. und Phil als Baby Boy Phil seit seinem 6. Lebensjahr. Ja. Und noch vor 1950 erhielt die Show den Titel The Everly Family Show. Ja, und 1952 wechselte die Familie dann zu Sender Waikai in Evansville, Indiana. Blieb dort aber nur ein Jahr. Das begann dann der Siegeszug des Schallplatten abspielenden Disc-Jockeys im Radio. Eine Gruppe, die Live-Musik spielte, wurde langsam zum Anachronismus. In Tennessee fanden die Everlys beim Sender WROL in Knoxville Ende 1953 für kurze Zeit noch einmal einen neuen Job. Doch das Konzept von
ja, sendungsgestaltenden Familienband hatte sich irgendwie überlebt. Ike Everly wechselte ins Baugewerbe, Margaret begann in einem Schönheitssalon zu arbeiten. Auch Very 50s, oder? Sozusagen, genau. Komisch, auch Dinah wäre auch gegangen. Ne? Ja, und dann von 55 bis 56 fand dann der Neuanfang in Nashville. Als die Eltern sich aus dem Showbusiness zurückzogen, hatten dann Don und Phil bereits die Highschool abgeschlossen und zogen nach Nashville, wo sie zunächst in den Clubs der Stadt auftraten. Mit Hilfe von Country-Musiker und Produzent Chet Atkins, einem alten Freund von Ike, konnten sie als Songschreiber beim Verlag Acuff Rose unterkommen. Eins ihrer Lieder, Though Shalt Not Steal, wurde ein Country-Hit, sodass die Brüder ein wenig Geld nebenher verdienen konnten. Ja, und ab dem 9. November 55 machten Don und Phil dann ihre ersten Aufnahmen für Columbia Records. 4 traditionelle Country-Songs innerhalb von 20 Minuten, produziert von Chet Atkins. Im Februar 56 wurden 2 der Titel dann als die erste Single unter dem Namen The Everly Brothers veröffentlicht. Keep a Lovin' Me und The Sun Keeps Shining. Da die Nachfrage sich stark in Grenzen hielt, wurde die Zusammenarbeit dann aber zwischen Columbia und den Everly Brothers nicht verlängert. So sie lebten dann eben weiter von Clubauftritten durch traditionelle Country-Musik. Doch das war auch nicht mehr das, was sie spielen wollten. Und die hatten mittlerweile Bekanntschaften mit den Songs von Elvis und mit dem Sound des Rhythm & Blues gemacht. Und auf der Suche nach einer neuen Plattenfirma wurde der Verlagschef Wesley Rose, der bald auch ihr Manager werden sollte, bei Cadence Records fündig. Und das Label wurde von Archie Blyer geleitet, einem ehemaligen Swing-Band-Leader, der zuvor noch unter anderem für die Erfolge von den Cordettes und Andy Williams verantwortlich war. So, dann kam der Durchbruch mit Bye Bye Love. Mit dem Wechsel der Plattenfirma stellte sich dann so der Erfolg ein, vor allem weil die Everlys 57 begannen mit dem Songschreiben, mit den Songschreibern Felice und Boudelot Bryant zusammenzuarbeiten. Und zudem ließen sie sich von einer Gruppe professioneller Studiomusiker begleiten, deren Instrumentierung man den Nashville-Sound nennt. Und das Ehepaar Bryant hatte das Lied Bye Bye Love geschrieben, das schon 30 Künstler und Bands abgelehnt hatten, darunter der ebenfalls bei Cadence unter Vertrag stehende Gordon Terry und auch Elvis Presley. Und den Everlys gefiel hätte es... Hätte auch nicht gepasst zu Elvis. Nee, nicht so. Das ist auch einfach so Harmonien tatsächlich. Ja, auch, genau, ne? Genau. Ja, und den Everlys gefiel es aber und die hatten auch kaum eine Wahl. Wie Phil sagte, wir hätten jeden Song aufgenommen, den sie uns gegeben hätten, denn dafür bekamen wir $68. Geld, das sie brauchten. Mhm. Ja, Don und Phil gaben dem Lied ein Arrangement, das sie für ihren eigenen Song Give Me a Future kreiert hatten und waren mit dem Ergebnis zufrieden. Im Frühjahr 57 kündigte Blyer dann die erste Cadence-Single der Everlys mit einer halbseitigen Anzeige im Billboard-Magazin an. Und Billboard schrieb dann über die Neuerscheinung, diese Teenager aus Tennessee haben einen eigenen gefälligen Sound, könnten es in der Pop wie in der Country- und Westernmusik weit bringen. Während Don und Phil auf einer Tournee dann durch die kleinen Orte in Florida, Mississippi und Alabama waren, stieg Bye Bye Love in die Billboard-Pop-Charts ein. Ja, und im Juni und Juli 57 stand die Single 4 Wochen auf Platz 2, hinter Nummer 1 Hits von Elvis Presley und Pat Boone. Und in den Country-Charts kletterte der Titel bis auf Platz 1 und in der R&B-Hitliste auf Platz 5. Bye Bye Love war die 2. Single-Veröffentlichung der Everlys und gleich die 1., die mehr als 1 Million Exemplare verkaufte. Der Hit öffnete ihnen auch die Türen zu Shows in Hörfunk und Fernsehen. Und nach dem Ende ihrer kleinen Tour durch die Provinz standen sie am 11. Mai 57 in der Grand Ole Opry im Ryman Auditorium in Nashville erstmals vor 4.000 Menschen auf der Bühne. Genau, und außerdem traten sie auch noch bei Ed Sullivan und Perry Como auf. So, dann kam der nächste Hit, nämlich Wake Up Little Susie. Nun musste eben ein Nachfolgehit her, was lag näher, als wieder die Bryants zu beauftragen, ihn zu beschreiben. Und sie boten das Lied Wake Up Little Susie an, das Archie Blyer zuerst nicht gefiel. Er hielt den Text für unanständig. Für Blyer hörte er sich an, als hätten Susie und ihr Freund im Autokino miteinander geschlafen. Im Autokino. Das ist der Film aber langweilig gewesen. Am 16. August 57 nahmen die Everlys dann trotz dieser Bedenken das Lied auf und es wurde als A-Seite der nächsten Single veröffentlicht. Und ja, einige Hörfunksender schlossen sich der Meinung Blyers an und weigerten sich, den Titel zu spielen, was nichts daran änderte, dass es der erste Nummer-1-Hit der Everly Brothers wurde. Es setzt sich doch durch. Genau, ne? Ganz genau.
Ja, dann kam der nächste Hit, All I Have to Do Is Dream. Hatten die ersten beiden Hits in Großbritannien die Top-Position noch knapp verfehlt. So gelang es den Everlys mit ihrer dritten Single, auch hier der endgültige Durchbruch. All I Have to Do Is Dream stammte erneut aus der Feder von Felice und Budlow Bryant. Und Phil Everly hörte den Song als Demo-Version von Budlow Bryant und bemerkte, dass dieses Lied Erfolg haben müsste, selbst wenn man diese Demo als Single veröffentlichte, weil es einfach ein großartiger, schöner Song ist. Ja, und am 6. März 1958 nahmen die Brüder das Lied auf. Ab dem 12. Mai war es 4 Wochen lang die Nummer 1 in der Billboard-Hitliste. Ab dem 4. Juli 7 Wochen lang auch in den britischen Charts. Ja, All I Have to Dream wurde nicht nur für die Everlys zum Millionenseller, seither kamen auch Versionen von Richard Chamberlain, den Duos Glenn Campbell und Bobby Gentry, Victoria Principal und Andy Gibb im Duett mit Cliff Richard. Victoria Principal hat auch gesungen? Dann wäre nicht alles gesungen. Zusammen mit Richard. Das wäre doch geil gewesen, ne? Die Dornenvögel. In den USA war die Single der Everly Brothers einer der wenigen Songs, die sowohl in den Pop- als auch in den Country- und in den Rhythm and Blues Charts die Spitzenposition erreichen konnten. Ja, kurz noch was zum Stil. Also der Sound war, er lebte vom harmonisierenden Gesang und Gitarrenspiel der Brüder und beide waren versierte Instrumentalisten. Jeder Bruder sang eine Melodie, nennt man auch Close Harmony Stil. Mhm. Und die oft auch für sie als Gesangsstimmen, die oft auch für sich als Gesangsstimmen stehen konnte. Und meist sang Don die Grundmelodie und Phil sang eine parallele Terz oberhalb. Ist es dann sowas wie auch die Mamas und Papas gemacht? Genau, so richtig. Genau. Oder die Beach Boys. Beach Boys. Genau. Und die Everlys waren in Stimmumfang und Klangfarbe ähnlich. So ähnlich, dass sogar im Refrain schwierig ist, die einzelnen Stimmen rauszuhören. Das gibt der Aufnahme eine Kraft, die zu der Zeit selten war und als Multitracking noch wenig verbreitet war. Multitracking heißt, du nimmst mehrere Spuren auf und legst sie übereinander. Genau, da komme ich auch nochmal später, vielleicht in dieser Folge oder im zweiten Teil darauf zurück. Ja, eins der besten Beispiele für diese Gesangstechnik der Brüder ist der von 58er Hit Devoted to You. Sie hatte ihre Wurzeln in jahrhundertealter schottischer und irischer Volksmusik, wie sie in den Appalachen von Duos wie den Louvin Brothers oder The Blue Sky Boys überliefert worden war. Ja, was die Everly Brothers von den Rock'n'Roll Stars unterschied, war, dass sie einen eigenen weißen Sound hatten. Elvis Presley, Gene Vincent oder Buddy Holly vor ihnen spielten auch gitarrenbetonte Musik, doch ihre gesamte Attitüde war eher schwarz. Und ihr Gitarrenspiel war zwar von den Country-Stil-Gitarre beeinflusst, blieb aber in der Tradition des Rhythm and Blues. Und diese Künstler wurden daher am Anfang ihrer Karriere für Schwarze gehalten. Und das Gitarrenspiel der Everlys hingegen unterschied sich davon. Es war weiß, hatte aber einen ganz eigenen Klang. Es war nicht mehr nur ein rhythmischer Hintergrund für den Gesang, sondern speziell die Gitarren-Soli von Don wurden zu einem eigenen musikalischen Element der Songs. Genau. Der Gesangsstil hatte starken Einfluss auf die Beatgruppen der 60er. Sowohl die Beatles als auch die Beach Boys entwickelten ihren Gesangsstil in ihren frühen Werken, indem sie Everly-Songs kopierten. Das Gesangsarrangement auf dem Beatles-Lied Please Please Me basiert direkt auf dem von Casey's Clown. Darüber hinaus beeinflusste der Sound der Everly Brothers das Duo Simon und Garfunkel, die Hollies, die Birds, die Mamas und die Papas, aber auch Musiker wie beispielsweise Mike Rutherford von Genesis und viele andere mehr. Genau, ja, der Stern auf dem Hollywood Walk of Fame für die Everly Brothers, der kam dann auch, der ließ nicht lange auf sich warten. Und die Everly Brothers verbuchten während ihrer Karriere 33 Top 40 Notierungen und 26 Top 40 Songs in den US-Charts. Von 58 bis 62 wählten die Leser der britischen Musikzeitschrift NME die Everly Brothers jährlich zur weltweit besten Gesangsgruppe. Auch in der Rockabilly Hall of Fame und der Jukebox Hall of Fame sind die Everly Brothers vertreten. Genau, ja, du musst jetzt natürlich noch losziehen, ist klar. Ja. Ne? Ja, dann zieh doch mal einen los. Was haben wir denn? Nummer eins. Ja, dann hören wir doch einfach mal den Durchbruchssong, nämlich Bye Bye Love. Nice. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Super. Schön, ne? Ja. Schöne Nummer. Ganz toll. Ich wollte jetzt, bevor wir uns so langsam hier Richtung Ende bewegen in dem jetzigen Teil und vielleicht auch noch der
die Chronik nochmal abschließend kommt, nochmal kurz auf ein Gefährt eingehen, das für mich total für die 50er Jahre steht und für viele wahrscheinlich auch. Ja, glaube ich, weiß, was jetzt kommt. Was denn, sag mal? Cadillac, oder? Nein, nee. Viel alltagstauglicher. Denk mal an ein Zweirad motorisiert. Ein Roller oder was? Die Vespa. Die Vespa, ja klar. Ja. Die Vespa. Ikonisch. Absolut. Ist gebaut worden 1946 von der Firma Piaggio. Ja, Piaggio. Piaggio. Ist aber vor allem ab den 50er Jahren zum absoluten Kult avanciert. Ne? In der Werbung, die Piaggio damals geschaltet hat, in einer der ersten Werbungen, deutet die Firma darauf an, dass die Vespa gerade für Frauen gut geeignet sei, weil sie dadurch nämlich nicht so sehr mit Staub und Öl in Verbindung gebracht würden und beschmutzt würden. Und somit ist es ja super für den Alltag. Ja, stimmt. Bleibt das Petticoat auch schön clean. Bitte? Bleibt das Petticoat zum Beispiel, schön clean. Zum Beispiel, genau, genau. Also man sieht eben in dieser ersten Reklame von 1946, wie eine Frau auf der Vespa zur Arbeit düst. Und das passte, weil im gleichen Jahr durften zum ersten Mal Frauen in Italien wählen, 1946. Ja. Die Vespa war wendig, das heißt perfekt geeignet für die überfüllten Großstädte Italiens. Und ganz schnell wurde die Vespa als das Symbol der Nachkriegszeit in Italien und das Symbol eines neuen Lebensgefühls vor allem auch. Ne? Aber es gab dann einen Film, der einen Mega-Boom ausgelöst hat für die Vespa. Und zwar 1953, der Classic Ein Herz und eine Krone, Roman Holiday, mit keine anderen als Audrey Hepburn. Ja. Und Gregory Peck, ja, die dann nämlich in diesem Film gemeinsam auf einer Vespa durch Rom düsen. Und in diesem Film geht es ja darum, dass Audrey Hepburn eine Prinzessin darstellt, die undercover sozusagen mit dem Journalisten, Reporter Gregory Peck, der nicht weiß, dass die Prinzessin ist. Gregory Gag. durch Rom düst und ihre Freiheit genießt. Und genau das ist es auch, was die Vespa da verkörpert. Die Vespa verkaufte sich direkt nach der Veröffentlichung von Ein Herz und eine Krone, und zwar als unmittelbare Folge, mehr als 100.000 Mal. Also es war ein direkter Verkaufsboom auch, der eintrat. Das Forbes Magazine schrieb dazu, der Oscar 1954 für die großartige Audrey Hepburn hätte an den anderen weiblichen Star gehen sollen. Während Gregory Peck Hepburn den Hof machte, verliebte sich die ganze Welt in die metallic-grüne Vespa 125. Gab aber auch andere Leute, also so richtige Macho-Typen aus Hollywood, die auf eine Vespa gesichtet wurden, nämlich John Wayne, Dean Martin, Charlton Heston. Kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen, ne? John überhaupt Heston, nicht. Das Gewehr im Anschlag. Ja, dafür gab es ja auch Platz in der Vespa. Ne? Ja, stimmt. Ja, da konnte man mal ein Pumpgun unterbringen. Genau. In den 60ern wurde dann die Vespa weltweites Symbol für Jugend und Abenteuer. Mhm. Ne? Also insbesondere die Mods beispielsweise in Großbritannien. Genau, oder die Scooter Boys. Ja, genau. Wählten dieses Gefährt als das Gefährt der Stunde sozusagen. Das führte sogar dann so weit, dass Großbritannien weltweit nach Italien der zweitgrößte Abnehmer für Vespas war in den 60ern. Oh. Und zu einem gewissen Zeitpunkt in den 60ern sogar der größte Abnehmer der Vespa, also mehr noch als Italien selbst. Krass. Krass, ja, oder? Ich gewusst. Ja. Dann in den 70ern der Film Quadrophenia, 1979, klar, der pushte dann die Popularität nochmal neu. Und mir ist dann in den 80ern noch Cinderella eingefallen, 80, 87, ne, mit Pierre Cousseau und Bonnie Bianco. Mhm. Die beiden düsen auch auf einer Vespa durch die Gegend. Ja. Ja, genau, die Vespa wollte ich nicht unerwähnt lassen als Gefährt der 50er. Ja, schön. Und du hast jetzt noch unseren Zeitstrahl. Ich habe noch den Zeitstrahl. Ja, wir reisen in den Zeitstrahl zurück in das Jahr 1956. Auf Initiative des sowjetischen Parteichefs begann die UdSSR der Prozess der Entstalinisierung. Die Verbrechen, die in der diktatorischen Ära unter Stalin begangen worden waren, die sollten halt geahndet werden. Und nach außen vertrat das Land die Politik friedlicher Koexistenz. Innenpolitisch wurden demokratische Bestrebungen im Keim erstickt. In der georgischen Hauptstadt Tiflis kam es zu einem Massaker, bei dem die Armee eine hauptsächlich aus Schülern und Studenten bestehende Demonstration niederschlug. Auch in Polen wurde ein Aufstand niedergeschlagen. Ja, Arbeiter waren wegen der miserablen Versorgung und der anhaltenden Mangelwirtschaft auf die Straße gegangen. Die polnische Armee ging gegen ihre Landsleute brutal vor und beendete dann den Aufstand. Auch in Ungarn erhoben sich die Menschen gegen die kommunistische Herrschaft und die Unterdrückung durch die sowjetische Besatzung. Es kam zu einem Blutbad, das etwa eine Woche dauerte. Der Volksaufstand in Ungarn wurde durch die Rote Armee und den Einsatz von Panzern niedergeschlagen und forderte mehr als 2500 Opfer seitens der ungarischen Bevölkerung. In der Bundesrepublik herrschte inzwischen Mangel an Arbeitskräften und
Ja, um das Wirtschaftswunder weiter voranzubringen, mussten ausländische Arbeiter aus Italien geholt werden. Richtig, genau. Genau. Wie du schon sagst, die ersten Gastarbeiter kamen aus Italien, brachten ihre mediterrane Lebensart mit. Der befristete Arbeitsaufenthalt war allerdings unrealistisch. Die Familien folgten und blieben. Ja, und das Fürstentum Monaco sorgte für positivere Schlagzeilen. Fürst Rainer III. Heiratete die amerikanische Schauspielerin Grace Kelly. Richtig. Grazia Patrizia wurde sie dann ja. Richtig, genau. Ja, und in Wien fand der erste Opernball nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Im Januar, Autoliebhaber hatten die Meldung sicher mit großer Freude aufgenommen, eine Preissenkung für den Mercedes 180D. Tatsächlich hatten die Daimler-Benz Automobilwerke in Stuttgart unter Türkheim offiziell mitgeteilt, dass der Wagen nur noch 9.850 D-Mark kostet. Boah, wie viel war das wohl? Ja. Also es war, so viel. Ne, als die Nylon-Strumpfhose noch 5,90 Mark kostete, wir wissen ja, wie viel dafür der Handwerker arbeitet. Wie viel die davor hättest kaufen können von den Nylon-Strumpfhosen. Genau. Sein Lebensende ja. Nylon-Strümpfe gehabt. Ja. Das war eine Senkung übrigens um 450 D-Mark. Der Grund dafür waren laut Firmenmitteilung geringere Produktionskosten. Aha. Ja, dass so etwas an den Verbraucher weitergegeben wurde, brachte der Automarke ganz sicher Pluspunkte. Und ob es für die Ausspaltung des Nordwestdeutschen Rundfunks in den Westdeutschen, also NWDR, NWDR, und in den Norddeutschen Rundfunk NDR Pluspunkte gab, bleibt ungewiss. Sicher ist, die beiden Sender nahmen ihren Betrieb auf und senden heute immer noch. Ja, im Mai, weltweit waren die Menschen am Tag der Arbeit auf die Straße gegangen, um bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen. Und in West-Berlin waren mehr als 100.000 Menschen vor dem Schöneberger Rathaus in West-Berlin zusammengekommen. Denen ging es jedoch vorrangig um die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Bei den Demonstrationen in der DDR-Hauptstadt Ost-Berlin waren hauptsächlich die Losungen zu den sozialistischen Erfolgen Hauptthema, der Transparente und Plakate. Ja, und zum ersten Mal präsentierte auch die DDR-Führung beim Mai-Aufmarsch Einheiten der Nationalen Volksarmee. Ebenfalls am 1. Mai hatten dann SED-Parteichef Walter Ulbricht und DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl ein Schreiben an die SPD die Freilassung der in der DDR inhaftierten Sozialdemokraten angeboten. Und dafür sollte das Ostbüro der SPD im Gegenzug seine Tätigkeit einstellen. Die Freilassung klang verlockend, aber die Schließung des Büros in Ost-Berlin war eine bittere Pille. Und solche Aktionen trugen nicht gerade zur weiteren Annäherung der beiden Länder bei, die dann sogar zu einem wiedervereinten Deutschland führen sollte. Ja, im Juni, das Leben war 11 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fast wieder normal geworden. Wirtschaftliche und kulturelle Erfolge gingen dann ebenso voran wie erfolgreiche sportliche Ereignisse. Selbst die Bahn modernisierte ihr System. Und von den einzigen 3 Klassen blieben nur noch 2 übrig. In ganz Europa war nun das 2-Klassen-Bahnsystem eingeführt worden. Und das Fernsehen, das eigentlich erst in den Anfängen steckte, bekam in der Schweiz einen heftigen Dämpfer. Dort hatten sich nämlich Menschen zusammengeschlossen, um eine Aktionsgemeinschaft gegen das Fernsehen gegründet. Die Menschen sahen das Fernsehen als überflüssig und bedrohlich an. Und sie arbeiteten auf das Ziel, mittels eines Volksentscheids das Fernsehen in der Schweiz zu verbieten. Die waren schon immer etwas eigen, die Eidgenossen. Und ja, derweil hatte die Bundesrepublik Deutschland dann das Wehrpflichtgesetz verabschiedet und in den schwer zerstörten Stadt Dresden in der DDR beging man die 750-Jahr-Feier des Bestehens der Stadt mit der Wiedereröffnung der Gemäldegalerie und des Staatstheaters. Genau, ich überspringe mal gerade noch 2 Monate und gehe in den November. Werbung war nichts Neues, neu war jedoch die Fernsehwerbung. Im November 1956 flimmerte der erste Werbespot über den Bildschirm. Er dauerte 55 Sekunden und wurde vom Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt. Besonders attraktiv war die Werbung für das Waschmittel Persil durch die beiden Volksschauspieler Liesel Karlstadt und Beppo Brehm. Auch der Schokoladenhersteller Trumpf wollte nicht nachstehen. Mit der Jungfernfahrt eines in den Trumpfwerken gebauten Prallluftschiffes setzte er seine Luftwerbung in der Nachkriegszeit fort. Gibt es Trumpf noch? Ja, tatsächlich. Das war Werbung für all diejenigen, die noch keinen Fernsehapparat besaßen, ne, also die Luftschiffe am Himmel. Und damit auch jeder Bundesbürger in den Kaufgenuss kommen konnte, hatte der Deutsche Bundestag das Ladenschlussgesetz verabschiedet, das ab dem 1. Januar 1957 in Kraft trat. Und danach war die Schließung der Geschäfte samstags für 16 Uhr festgelegt worden. Und am Montag durften die Läden erst um 10 Uhr wieder geöffnet werden. Genau. Ja, im Dezember kriselte es dann nochmal auf Kuba gewaltig, also seit 1952 eigentlich schon. Und mit der Landung zu Beginn des Monats von Fidel Castro im Osten der Insel hatte schließlich der Guerillakrieg gegen den Diktator
Fulgenico Batista begonnen. Bereits kurz zuvor waren bei Gefechten zwischen linksgerichteten Rebellen und der Armee von Diktator Batista 50 Menschen ums Leben gekommen. Ja, in dem politischen Machtkampf war dennoch sogar für die Revolutionsführer der Weg Kubas unklar. Ja, so viel erstmal dazu. Ich würde noch gerne ein abschließendes Musikstück spielen. Wir haben lange nichts Deutsches gehört. Mhm. Genau, da freut sich auch schon einer. Du hast die Wahl, Natascha, ich lass dich mal keinen losziehen, ja. Sag's dir einfach. Du hast die Wahl zwischen Rudi Schurike und Peter Alexander. Peter Alexander. Peter Alexander. Natürlich. Wunderbares Mädchen hören wir da. Ich dachte, ich wurde gerade gelobt, ja, aber naja. Es war auch ein indirekter Lob, den ich hier aussprechen möchte. Und Peter besingt das jetzt. Super. Das wunderbare Mädchen. Und wir verabschieden uns von euch für den ersten Teil des Addendums und freuen uns auf nächste Woche, wenn es wieder heißt 1000 Jahre Kultur. Tschüss. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt.